Hallo zusammen, heute habe ich zwei identische Kühlschränke hier. Das eine ist der Wemo 51 und das ist der Wemo WR50L. Sie sind genau gleich hoch, das sehen wir, sie sind genau gleich breit. Wir haben hier die Türe so, die Türe so. Diesen Kühlschrank gibt es nur als Rechtsbander oder Linksbander. Das Umbanden bei euch, das geht nicht, das könnt ihr nicht machen, weil der Schrank dafür nicht vorbereitet ist. Dieser Schrank hier, da kann man die Scharniere umsetzen, die Scharniere austauschen und er wäre dann auch links gebandet, das heißt, dass die Türe umgekehrt aufgeht. Hier haben wir ein Eisfach offen, ein Tablar mehr nicht. Und bei dem Schrank hier ist das Eisfach von oben her zugänglich. Das Eisfach könnte man auch rausnehmen, nur der Wärmetauscher ist hier oben und dann tropft das Wasser unten auf die Ware. Und was hier optional ist, wir haben noch solch eine Gemüseschale, nur hier noch was reinzumachen ist dann relativ knapp. Auch hier hat es einen Deckel, hier heißt es offen. Ja, das ist vom Inhalt her etwa identisch. Wir haben bei dem hier einen mechanischen Thermostaten. Da kann man einstellen, minus, plus, etwa 5 Grad. Und hier haben wir einen elektronischen Thermostaten. Hier mit der Innenbeleuchtung und dann kann ich hier auch mehr oder weniger einstellen. Aber sonst eigentlich auch nicht. Von der Einteilung her ein bisschen unterschiedlich. Auch von der Seite, wir haben bei beiden Schränken diesen Absatz da hinten. Das kommt eigentlich ursprünglich mal von Engel. Engel hat so einen Schrank gebaut, der hinten schräg war, weil er hinten Aggregat hat. Dann wurden sehr viele Bootskühlschränke so gebaut, dass sie hinten ein bisschen schräg sind. Und das haben wir bei dem Schrank hier und bei dem Schrank hier etwa identische Abmaße, weil hier unten vom Bootskörper könnte man noch was sagen. Wir haben hier hinten identischer Aufbau. Wir haben BD35. Bei diesem Wemo 51 ist er mit 134A. Und dieser ist mit der gleichen Kompressor, ist aber gefüllt mit einem Kältemittel, was einen niedrigen GWP hat, R1234YF. Das ist ein 100%iges Drop-In, also identische Leistung bis auf 1% Abweichung. Dann vom Wärmetauscher her, wir haben hier einen Wärmetauscher, hier einen Wärmetauscher. Hier sitzt der Ventilator dahinter, hier sitzt der Ventilator davor, was technisch eigentlich keinen Einfluss hat. Daneben die Kühlmaschine, die Steuerung. Wir haben 12 Volt hier und 12 Volt auch hier. Hier ist über einen Kabelbinder zugentlastet. Hier haben wir eine Zugentlastung am Gehäuse. Aber an sich sind die Geräte auch hier praktisch identisch. Es gibt das R134A, sollte ja verboten werden nach der F-Gas-Verordnung, und die hat aber so viele Ausnahmen, dass sie bei diesen Geräten noch nicht verboten ist, und wir haben jetzt auch Bescheid gekriegt, für nächstes Jahr ist es voraussichtlich nach diesem Schreiben auch nicht verboten. Da verlinke ich euch dann nachher in der Endcard ein Video über das F-Gas-Verbot. Vom Inhalt her, dieser Kühlschrank ist 1 Liter kleiner, also der hat 1 Liter weniger Volumen. Vom Energieverbrauch her sind sie identisch. Wir haben hier im Katalog her die Energieverbräuche aufgeführt bei 5 Grad innen, 25 Grad außen, beziehungsweise bei 32 Grad außen. Diesen Katalog und auch diesen hier
den verlinke ich euch unten drin. Das ist der Standardkatalog vom August 22 und das ist bereits von diesem neuen Schrank der Katalog 2023. Weil diese Kühlschränke, die werden wir erst ab 2023 lieferfähig haben. Preislich, wir sehen, hier sind wir bei 850 Schweizer Franken, hier sind wir bei knappen 700 Schweizer Franken. Wo ist jetzt hier der Unterschied? Dieses Gerät ist hergestellt in Italien und dieses hergestellt in China. Punkt. Dass ein Chinese weniger verdient als ein Italiener, muss ich euch nicht erklären. Da liegt eigentlich der Unterschied zwischen den zwei Geräten. Und eben dieses Gerät ist natürlich beim Chinesen auf Masse ausgelegt. Und aus diesem Grund gibt es hier eine Rechtsversion und eine Linksversion. Und momentan haben wir im Lager noch keinen. Momentan kommen nur Rechtsversionen. Also das heißt, wenn ihr einen linksgebandeten Kühlschrank möchtet, dann gibt es nur den 51N als Version. Dann vom Türdecker, hier kann ich das Türdecker, Türe wegnehmen, hier unten drei Schrauben lösen. Bei diesem hier kann ich das Türdecker nicht wechseln. Ich kann diese Platte, ist komplett verschäumt, die kann ich nicht rausziehen, der bleibt also grau. Ja, das sind die zwei Nachteile von diesem Schrank hier, dass ich hier in dieser Farbe bleiben muss. Zur Lüfterstellung, hier habe ich nur einen Verschluss, Punkt, zu, er verriegelt. Und bei diesem Schrank hier habe ich einen Riegel hier oben, das kann ich rüberschieben und dann hier einhängen und so bleibt der Kühlschrank 1 cm offen, dass ich eine Lüfterstellung habe, wenn ich den Kühlschrank nicht brauche, wenn ich das Boot oder den Wohnwagen irgendwo steht, der Kühlschrank ist ausgeschaltet. Bei diesem Kühlschrank gibt es das nicht, ist nicht vorgesehen. Hier muss ich da irgendwas einklemmen oder die Türe offen lassen, was da vorstellen, in der Zeit, wo ich den Kühlschrank nicht benutze. Weil, wenn ihr den Kühlschrank ausschaltet, er wird warm drin, es hat Bakterien hier drin, das ist immer so, dann fängt der Kühlschrank irgendwann an zu stinken. In diesem Flyer hier, den ich ja auch unten drin verlinke, habe ich eine Liste mit den Kühlschränken, die ersetzt werden können. Da ist ja Dometic drauf, Weco, Indel, Engel, Carbest und so weiter, wo die gleichen Abmessungen haben wie diese Kühlschränke hier. Auch die Abmessungen stehen natürlich hier im Flyer drin. Das ist es gewesen für heute. Wenn ihr Fragen habt zu diesen Kühlschränken, stellt sie mir unten in die Kommentare. Wenn ihr was anderes sucht, ladet die Kataloge runter. Hier verlinke ich euch das Video von der F-Gas-Verordnung über das R134a stand jetzt im Herbst 2022. Was passiert auf nächstes Jahr? Und ich wünsche euch einen schönen Tag.